father, hope we fucking die together. Zerlege Fremdkörper und konstruiere daraus mein Ich. Im Krieg besiege ich, wenn überhaupt, dann mich. Ich bevölkere die Erde, ich denke die Idee tot. Ich träumte Adolf Hitler, führe in einem Tretboot über einen See, der ich war. Meine Familie waren am Himmel fixierte ideelle Lichter. Die Landschaft war postkartenreif. Münchhausen war ein Flugzeug auf der Flucht vor seinem Schweif. Der Führer malte davon eine Ansicht und schrieb seiner Geliebten in leserlicher Handschrift: Wenn ich ein Feuer für uns lege, springst du mit mir rein? Wenn ich ein Feuer für uns lege, springst du mit mir rein? Wenn ich ein Feuer für uns lege, springst du mit mir rein? Wenn ich ein Feuer für uns lege, springst du mit mir rein? Im Dschungel ohne Pflanzen wachsen hohe Häuser. Ein aus der Zukunft in die Vergangenheit reisender Deutscher erzählt mir in der Gegenwart eine Geschichte. Anderen Ende ich mein eigenes Volk vernichte. Vom Bombenbunker aus verliebte ich mich in den Gesang der Sirenen. Ich wollte sie sehen, die Zerstörung, die geschändeten Frauen und Kinder, die wir unserem Vaterland anvertrauen. Immer wenn es um das Eingemachte geht, das in einem Einmachglas in des Teufels Küche steht, ist was auf den Tisch kommt und dank dem Imperium, dem Verteidigungs- und Finanzministerium den Nachtisch serviert die Nationalgarde. Es gibt Granatensplitter mit Erdbeermarmelade. Nationalphilosoph schreibt mir eine Metaphysik, die die Weltheit erklärt, und ich erkläre einen Krieg. Nachdem der deutsche Geist eine Enttäuschung erfahren, zündete er seine Bücher an und hatte es dann warm. Dann nahm er Eva in den Arm und fragte sie: Wenn ich ein Feuer für uns lege, Baby, springst du mit mir rein? Yeah. Wenn ich ein Feuer für uns lege, Baby, springst du mit mir rein? Yeah. Wenn ich ein Feuer für uns lege, springst du mit mir rein? Yeah. Wenn ich ein Feuer für uns lege, Baby, springst du mit mir rein? Benzin für uns zwei.